Willkommen zurück im Cockpit in X4 Foundations. Ja, wir gammeln gerade so ein bisschen in Tarkas Schlucht rum, haben unser erstes externes Sonnenkraftwerk aufgebaut, haben eine Xenon-Verteilungsstationsbaustelle mit Hilfe eines Drachen der gefallenen Familien zerstört, woraufhin einige Xenon hier aus dem Sprungtor gekommen sind, aber sich auch relativ schnell wieder verpieselt haben. Währenddessen hier es weitergeht. Die Erzraffinerie, die wir in der einen Episode noch gesehen haben, wie sie attackiert worden ist von einem Xenon-Zerstörer, ist mittlerweile komplett zerstört. Ich schätze mal, vielleicht haben sich die ganzen Zerstörer, die sich hier vor dem Tor gesammelt hatten, auch darum gekümmert. Wir sind zumindest jetzt noch nicht in Tarkas Schlucht eingedrungen. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Deswegen habe ich jetzt ein... Ach, weißt du was? Du kannst hier eigentlich mal erkunden, wenn du schon mal hier bist. Und zwar machen wir hier oben einen Satelliten aufgestellt, einen erweiterten, um halt die Gegend hier im Blick zu haben, vor allem auch rechtzeitig mitzubekommen, wann die Xenon kommen. Meine Hoffnung ist, dass die Verteilungsstation der Split die ein wenig aufhalten kann. Ansonsten, wenn die fällt, je nachdem wie groß die Flotte ist, habe ich keine Chance. Idee ist auch gewesen, eine Flotte dahin zu schicken, eine kleine oder eine etwas größere, also bestehen vielleicht aus ein paar Nemesis und ein paar kleineren Jägern. Aber ob die da groß was gegen so eine große Xenon-Flotte ausrichten kann, vor allem mehrere Zerstörer, wage ich zu bezweifeln. Nun gut, es ist wie es ist halt, ne? Da muss ich jetzt durch. Aber... Genau, Bob soll sich jetzt eigentlich wieder auf den Weg machen zum Hauptquartier. Das tut er auch langsam, aber sicher. Ich habe ja für alle die Folge vielleicht nicht gesehen haben, aufgrund eigentlich nur dieser beiden Xenon-Verteidigungsstationen diesen Sektor für zivile Schiffe gesperrt. Und später habe ich dann auch gesehen, aus gutem Grund. Also da wäre auch der Transporteur 2 wahrscheinlich irgendwann einfach mal draufgegangen. Während wir hier wieder ein paar Gegner bekommen. Während wir so ziellos hier durch die Gegend fliegen. Das war so eigentlich gar nicht geplant. Aber ja, die nehmen wir natürlich mit. Die wollen wahrscheinlich hier an den Magneter dran. Eigentlich gibt es hier erstmal ja auch nichts mehr für mich zu tun. Nemesis, Verteidiger. Im Endeffekt muss ich mich jetzt hier um diverse andere Dinge kümmern. Das heißt, ich kann im Endeffekt den Nexus Narnia sagen, nochmal wieder ins Hauptquartier andocken. Der grüne Schuppe, die sind auch echt überall. Aber diesmal haben sie hier gegen den Zwischenproduktehändler Boa. Der wehrt sich, so wie es ausschaut. Und ich glaube, der Marodeur wird den kürzeren ziehen. So sieht's aus. So sieht's aus. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht auf die Idee, jetzt hier durch den Sektor zu fliegen. Nee, nee, nee. Mädel, das vergiss mal schön. Du fliegst jetzt erstmal hier hin. Dann hier hin. Dann
Hier hin. Und dann dockst du da an. So, das müsste hoffentlich funktionieren. So. Keine Ahnung, was Bob machen will. Aber ich hoffe, er kommt da durch. Er fliegt irgendwie, so sieht mir so aus, direkt auf direkten Wege hier hin. Gut, er kann ja halt keinen Superhighway, er kann diesen Beschleuniger oder diesen Highway hier nicht nutzen. Ich hoffe, er lässt sich nicht wegballern. Ich meine, wehren kann er sich, aber gegen eine Verteidigungsstation der Xenon, wobei die noch nicht fertig zu sein scheint, und den ganzen Xenon, die hier waren, letztes Mal, wo ich das gesehen habe, waren das 3 Zerstörer. Ja, schauen wir mal, nicht? Wenn er mit genügend Speed müsste er daran da vorbeikommen. Er ist ja auch im Reiseantrieb nicht unbedingt langsam. Und ja, die Verteidigungsstation ist glücklicherweise ein bisschen höher, dürfte also ihm nichts ausmachen. Ja, jetzt müsste er auf Full Speed sein. Dann kommt er vorbei. Und dann können wir auch noch mal einen Blick drauf werfen. Ja, Zerstörer sich jetzt gerade nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr da sind. Gut. Transporteur ist auch schon wieder fertig. Wir brauchen noch 549 Nanotronik. Klappt das mit einer Lieferung noch? Schauen wir mal. Für eine Lieferung. Erreiche System, Familie Tkro. Uns hat definitiv noch keiner was gekauft. Das ist mal offensichtlich. Weil ich glaube, die automatische Preisfindung hängt halt echt mit dem, wie voll das Lager ist, zusammen. Deswegen ist, glaube ich, keine gute Idee, das auf automatisch zu lassen. Sondern wir bieten das jetzt einfach mal für 15 Credits an. Das ist, denke ich mal, ein relativ guter Preis. Mach mal. Ja, doch. Ja. Sehr schön. Ja, da kommt schon ein freier Energiehändler, also freier Familienenergiehändler, kauft gleich 4.255 ab. Sehr schön. Genauso will ich das haben. Und dann füllt sich das Konto auch so ein bisschen. Wobei er Schätzwert akzeptieren, er braucht keinen, vielleicht kriege ich es auch direkt überwiesen, werden wir dann sehen. Aber ja, das ist auch das Ziel gewesen, dass jetzt hier die freien Familien bei mir einkaufen können. Und die soll ich ja laut Mission sowieso mit einer Flotte unterstützen. Das wird allerdings noch eine Weile dauern. Ah ja. Mich gerade gefragt. Ach, da hinten. Sind beide Nova-Angreifer. Okay. Also die halten sich da auf jeden Fall auch tapfer. Und da die ja schon einiges beschossen haben. Ja. Kann ich helfen? Ende und aus. Haben die noch nicht so viele Erfahrungspunkte bekommen, wie ich dachte. Der Satellit ist ideal.
nee, der Verteidigungsstation. Sonnenkraftwerk ist noch mit in Reichweite, also der komplette Weg dahin. Ich meine, gut, letzten Endes werde ich eh nicht viel machen können, wenn die Xenon da mit der kompletten Flotte durchkommen, wenn sie denn kommen. Momentan sieht es ja nicht danach aus, im Gegenteil. Das kleinere Zeug in Form von M's, N's und P's sind ja sofort wieder zurück ins Tor. Ach, das ist wieder so eine Sache, weil er ewig braucht, sich diesen Punkt anzunähern. Ich wundere mich gerade, warum es hier nur im Schneckentempo vorangeht. Ja, aber schön. Also 21 Credits ist hier das Maximum. Das ist dann wahrscheinlich einfach zu teuer. Aber für 15 Credits pro Einheit, da kann man schon mal einkaufen. Und das ist ja wie gesagt auch nicht der niedrigste Wert, von daher bleibt da ein bisschen was hängen. Theoretisch müsste das Geld mir komplett jetzt abgezogen werden. Boah, mal gucken, ob wir den... Erreiche System, Turuks Niedergang. Ob ich, boah, es ist doch, glaube ich, ein normaler M-Händler, ne? Ich würde ganz gerne mal sehen, dass... Hier muss ich hin. Ja. Ich würde halt auch gerne mal sehen, dass, halt so ein XL-Energiehändler da andockt. Aber es ist nur ein normaler Händler. Aber soll mir egal sein. Hauptsache die Kohle kommt und ich bin gespannt, ob die Kohle direkt kommt. Was ist denn hier los? Sie hat Maximalpatrouillen hier. Ja. Das müsste der Boa sein, der zu unserer Station will, ja. Und dann schauen wir mal gleich, ob wir das Geld denn so direkt kriegen. Soll ja mit dem nächsten Patch auch alles ein bisschen einfacher zu sehen sein, welche Ein- und Ausgaben man hat. Momentan sieht man hier nur die Einnahmen. Dann soll man sich auch die Ausgaben anzeigen lassen können. So, was hat denn hier? Es wurden nochmal 710 Hüllenteile. Ein Hopp. Also die kaufen ganz viel hier von mir, Hüllenteile. Und die bauen jetzt hier eine Verteidigung in fehlerhafte Logik auf, was schon mal sehr gut ist. Dafür können sie die Hüllenteile auch wunderbar verwenden. Weil das war ja auch so ein Xenon-Gebiet. Jo, dann schauen wir gleich mal, ob denn wir das Geld direkt überwiesen kriegen, weil irgendwie so ein direktes Konto hat das Sonnenkraftwerk nicht, was es benötigt. Das liegt aber, glaube ich, daran, weil ich da auch keine... Stimmt, Verteidigungsdrohnen könnte ich da noch anschaffen, aber ob das irgendwas bringen würde... Das ist die Frage. Also eigentlich müsste das Geld jetzt komplett an mich überwiesen worden sein. Vorausgesetzt, ist überhaupt schon gelandet. Ja, der fliegt auch wieder weg. Ah ja, hier. Also muss ich mir das Geld jetzt doch selber runterholen. Okay. Keine Beschränkungen. Bei Drohnen, das brauchen wir nicht. Okay, also. 55 Verteidigungsdrohnen. Dann könnten wir uns ja doch halbwegs verteidigen. Aber dann kommt auch kein Geld zu uns rüber. Nee, nee, das lassen wir mal schön. Da spielen wir jetzt ein bisschen mit dem Feuer. Erreiche System, Yana Mossura. So, jetzt würde er ja, wenn ich den Auftrag entferne, nicht nochmal umdrehen.
wenn es losging. Ja. Weil die Verteidigungsdrohnen muss er natürlich einkaufen. Das tut er natürlich von dem Geld, was ich ihm entweder dafür gebe. Was ich ihm entweder davon gebe oder was er sich selbst erwirtschaftet. Momentan ist es ja wirklich so, das haben wir jetzt auf dem Konto. Ah, da kommt schon der nächste Energiehändler. Auch wenn er nur 560 kauft, aber ist egal. Das heißt, das Geld könnten wir uns irgendwann selber aufs Konto dann ziehen, wenn wir es brauchen. Wir lassen das jetzt erstmal so. So, wir gucken mal. Wir machen mal zwei Drohnen. Naja, und jetzt sagt er, den Schätzwert akzeptieren, Versorgungsbudget. Erreiche Yanamos Sura 4. 15 über 19.000. Ja, komm, das können wir so lassen. Dann kauft er jetzt ein. Eingestellt haben wir ja keine Beschränkung. Das heißt, andere können uns das anliefern. Und das Geld dafür haben wir jetzt auch auf dem Konto. Perfekt, das lassen wir so. Oh, hier waren ja wieder so komische Freund-Feind-Minen. Sind wir aber schnell genug vorbei. So, wie schaut's hier aus? Höhlenteile gehen wahrscheinlich nach wie vor gut. Quantumröhren, das passt auch. Nanotronik. Genau, brauche ich jetzt erstmal selber für die zweite Mikrochip-Fabrik. Aber dann läuft das mit der Nanotronik dann noch schneller, weil dann gibt es keine Pausen, weil zu wenig Mikrochips hergestellt werden. Das ist okay. Bob müsste jetzt eigentlich mittlerweile fast in der Nähe sein. Gucken wir mal, wo Bob ist. Da ist Bob. Wähle, zack, dann haben wir den schon zugewiesen. Und wir brauchen noch 208 Nanotronik, das ist also auch kein Problem. Quatsch, Transporteur. Warenhandel, Nanotronik. 208. Bestätigen. Liefern ins Baulager. Hier geht es ja relativ schnell. Ja, und wenn Bob dann da ist, wird die zweite Mikrochip-Fabrik gebaut. Und dann passt das. Dann sollte das wunderbar passen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass dann auch, wenn mein Mindestlagerbestand von Nanotronik dann da ist, hoffe ich natürlich dann auch, dass anschließend mir die Nanotronik aus den Händen gerissen wird. Das wäre nämlich top. Ja, hier kommt schon der nächste Energiehändler. Also ich glaube, ich habe hier aufs richtige Pferd gesetzt. Natürlich habe ich mit 15 Credits einen relativ angenehmen Preis natürlich. Ja, aber es bringt halt Kohle. Und es hilft auf jeden Fall auch den freien Familien, wobei natürlich direkt Waffen und so weiter wahrscheinlich mehr bringen würde, aber ist egal. Hauptsache die Kohle kommt und ich kann mir die dann irgendwann auf mein Konto überweisen, weil scheinbar wird das hier nicht automatisch gemacht. Was macht er? Was geht hier ab? Verstärkung an. Ach, das P wahrscheinlich. Greifst du den jetzt an, oder wie? Ich meine, mach ruhig. Ja.
Okay. Mechanische Abscheulichkeit. Na, ich lass mal meine Pilotin mal machen. Soll sich ruhig Sporen verdienen. Also wenn sie einen P alleine nicht schafft, dann weiß ich auch nicht. Okay, und wir haben sogar keinen Höhenschaden bekommen. Aber du kannst die Sachen mal einsammeln hier. Stopp. Das machen wir doch glatt. Ja, aber wie wir auch sehen, auch hier sind schon wieder Xenon unterwegs, obwohl ich vorhin da aufgeräumt habe. Das finde ich auch so ein kleines Nadelöhr hier. Bob braucht noch ein bisschen. Ja, das Zeug nehmen wir auf jeden Fall mit. Werden wir wahrscheinlich dann auch für die eine oder andere Modifikation benötigen. Also wir werden ja ganz viel davon benötigen, weil... Weil ich glaube, auch die großen Schiffe kann man modifizieren und verbessern. Und bei den privaten werde ich das dann auf jeden Fall machen. Also die ich selber fliege. Theoretisch könnte ich das ja für alle NPCs auch machen, aber das wäre dann eigentlich so ein großer Aufwand. Und vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Möglichkeit, man das so auch gruppenmäßig erledigen kann. Aber KI ist nun mal nicht ganz so helle und bevor man da dann irgendwelche Schiffe verliert, macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man die selber fliegt, weil wenn man dann stirbt, ist man halt selber schuld. Deswegen, also ich werde auch, wenn ich den Zerstörer habe, nicht ausschließlich nur noch den Zerstörer fliegen, auf gar keinen Fall. Also hier die Nemesis werde ich auf jeden Fall nochmal weiter pimpen. Für meine Zwecke. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Auf jeden Fall. So, immer mal schauen, was hier abgeht. Da gab es auf jeden Fall schon wieder ein Plus. Und da kommen schon die nächsten. Sehr schön. Also scheint so, dass ich hier eine gute Idee gehabt habe. Was haben wir denn hier? Nun, das ist doch mal ein erfreulicher Anblick. Beeilung, wir werfen die Fracht ab. Das wollte ich. Mach mir doch nicht so schwer. Ja, gefällt mir. Da habe ich wohl den richtigen Riecher gehabt. Ich habe euch ja auch gesehen, eine helle Sonne ist auch in dem System, das heißt auch mit den eventuellen Änderungen, mit dem Patch 4.0, mit dem nächsten. Gut, wahrscheinlich, wenn ihr die Folge seht, ist das alles schon längst passiert. Also sehr wahrscheinlich sogar. Und hoffe ich dann, dass es dann trotzdem mit den Sonneneinstrahlungen dann trotzdem funktioniert oder vielleicht sogar noch mehr produziert und schneller, als ich jetzt so mit diesen Einstellungen habe. Wenn das so richtig ist, wie ich das verstanden habe. Aber es soll dann auch wie quasi so einen Sonneneinstrahlungswert geben, die dann die Effektivität von Sonnenkraftwerken beeinflusst.
Aber das sehen wir dann, ob es so ist oder ob ich dann vielleicht irgendwas falsch verstanden habe. Auch das ist ja möglich. Okay, dann guck ich, das will ich haben. Dann guck ich hier unten mal. Was halt auch schön ist, irgendwie auf die eigene Art und Weise, ist halt, dass man hier quasi so langsam vertraut mit den ganzen Systemen ist. Jo, Bob hat hier irgendwelche Probleme, warum auch immer. Erreiche System, sündhafte Vergeltung. Ah ja. Gut, hoffen wir mal, dass er dann irgendwann da ankommt, wo er hin soll. Hier wird weiter abgebaut. Die Bergbau-Queen, die gute. Ja, für die, die Folge nicht gesehen haben, mit denen habe ich ja ganz am Anfang abgebaut, Silizium. Um so mal so die ersten paar Kröten zu kommen. Aber ich werde mit Sicherheit auch nochmal irgendwann eine Folge einstreuen. Ein bisschen chillig Bergbau machen. Vielleicht selber Invidium abbauen und dann irgendwie in anderen Handelsstationen verkaufen, die noch gute Preise für zahlen, weil ich glaube, die Bergbau Queen hat es jetzt mit der Handelsstation hier ein bisschen. Mir fällt gerade mal auf, das Symbol, das ist. Das sehe ich jetzt erst. Das soll ein C und ein R sein für Credits wahrscheinlich. Ja, ganz ehrlich, das fällt mir jetzt erst auf. Okay. Wir hüllen den Mantel des Schweigens darüber. Aber er kommt hier auch irgendwie nicht so richtig zu Potte. Mit der Erkundung hier. So, wichtig wäre eigentlich, dass Bob irgendwann mal zur Baustelle kommt. Ah ja, okay, jetzt geht's los. Materialien sind alle schon da, das heißt, er kann direkt loslegen. Erreiche System, Nupileus Glück. Ich bin halt am Überlegen, wir brauchen ja hier die Elektronikkomponenten. Ja, für die Forschung, ob wir die nicht freigeben. Dass die einfach eingekauft werden jetzt vom Manager. Ganz ehrlich, das kann man ruhig machen. Erreiche System, profitabler Handel. So, ich hoffe, die beiden Gassammler kümmern sich so langsam um Methan. Wobei wir bei Graphen ja relativ voll sind schon. Ist da noch ein Verkaufsangebot? Tatsächlich. Ah, gut. Müssen wir beobachten. Ansonsten funktioniert das alles. Nur die Mikrochips, die machen noch ein bisschen Probleme. Ja gut, die Episode nähert sich so langsam wieder dem Ende. Grundsätzlich sind alle weitere Weichen gestellt. Bob ist auch bald da, um sein Werk hier am Hauptquartier zu beenden. Ja, und da bleibt eigentlich viel zu sagen. Das heißt, in der nächsten Folge wird höchstwahrscheinlich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich vorher noch mal ein paar Folgen aufnehme, die Expedition dann wieder da sein. Und dann sollte ich genügend Kohle haben, um ja, mir meinen Zerstörer zu holen. Macht es aber jetzt nochmal Sinn, wo stehe ich denn bei den Argonen gerade? Plus 19, also da fehlt auch nicht mehr viel. Dann gucke ich mir mal den argonischen Zerstörer an und dann entscheide ich einfach, was von beiden ich nehme.
Wobei mir der Teladi von der Aufmachung jetzt eigentlich ganz gut gefallen hat, mit den Geschützen, die auch nach vorne ballern. Muss ich mal schauen, wie ich das handle. Ich will gerade mal schauen. Wo ist denn... Hier, Schürfer. Gasschürfer. Gasschürfer sind jetzt beide hier wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil auch die Graphen voll sind, kann ich mir auch nicht vorstellen. Er könnte ja trotzdem schon mal Methan sammeln. Und es gibt momentan keine vernünftigen Methanabbaugebiete. Das reicht ihm vielleicht hier nicht. Muss ich vielleicht nochmal nach weiteren gucken. Damit die so ein bisschen Auswahl haben. So, willkommen zu Hause. Ah, ich glaube, Bob braucht immer ein bisschen, um dann wieder in die Gänge zu kommen. Dass der Reiseantrieb genutzt werden kann. Ich glaube, bei den Größen... Oh, was haben wir denn hier? K gegen Xenon. Alter, was passiert hier? Fordere umgehend Verstärkung ab. Okay, da sollte ich helfen. Ja, diese Folge überziehe ich jetzt einfach mal. Hallo? Vor allem sollen die meine... Ich meine, ist ja gut, dass die Kark und die Xenon auch noch gegenseitig sich wegballern. Königinwächter. M. M. Komme ich meinen Kollegen mal zur Hilfe. Aber die machen das gerade selber M. schon. Nehmen wir den hier. Und tschüss. Da ist meine HQ-Verteidigung in voller Pracht. Ah, ich liebe es, dass man da jetzt so mittendrin ist quasi. Aber im Töten bin ich natürlich dann noch ein bisschen effektiver. Flieg mal ein bisschen Formation mit denen. Oh, herrlich. Genau, das sind die Szenen, auf die ich Bock hab. Na gut, das... Oh, hier geht es aber noch rund. Das sind aber auch Xenon und Kark. Lass sie sich ruhig gegenseitig fertig machen. Ich werde jetzt dem Sammler aber sagen, er soll hier mal die Container einsammeln. Ja gut, dann war es das jetzt für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Abos, eure Likes, eure Kommentare. Vielen, vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssikowski.